Afrika braucht keine Großprojekte, keine Kathedralen in der Wüste, die der Bevölkerung sowieso nichts bringen. In Afrika braucht es kleine Projekte, die unmittelbar verwirklicht werden können und eine sofortige Antwort auf die Bedürfnisse der Menschen geben können. Dies ist der Vorschlag von Wole Soyinka, Literaturnobelpreisträger 1986 aus Nigeria, der am Sitz der Stiftung Südtiroler Sparkasse über Entwicklungszusammenarbeit und über die Probleme und die Perspektiven der Beziehungen zwischen Europa und Afrika gesprochen hat. Ich bin ein entschiedener Gegner der sogenannten Großprojekte. Sie dienen nur dazu, die eigene Macht zu demonstrieren und sich selbst wichtig zu machen. Ich glaube nicht, dass sie der Bevölkerung in Afrika etwas bringen und auch nicht den Staaten, die sie planen und durchführen. Wole Soyinka ist Schriftsteller, Dramaturg, Dichter und ein Symbol des Widerstands gegen die Diktatur. Dreimal schon verhaftet, führt er seinen Kampf für die Freiheit der Menschen und gegen die Form des Krieges immer noch weiter. Eine herausragende Persönlichkeit unserer Zeit, die den Teilnehmern des von der Stiftung Südtiroler Sparkasse organisierten Workshops gerne Frage und Antwort gestanden ist. Und natürlich ist dabei auch das aktuelle Thema der Migration zur Sprache gekommen. It's very sad. But it's true that there is no Es ist bedauernswert, aber wahr. In Afrika gibt es keine öffentliche Diskussion zum Thema Migration. Auch die sogenannten Intellektuellen greifen dieses wichtige, epochale Thema nicht auf. Früher oder später muss aber in Afrika eine Debatte zu diesem Thema entstehen. Preferably within the continent, at least beginning within the continent. No, that debate, it's true, doesn't exist right now. Soyinka befindet sich zurzeit auf Einladung des Friedenszentrums Bozen in Südtirol. Die gute Zusammenarbeit mit diesem hat die Stiftung Südtiroler Sparkasse genutzt, um bei ihr einen Workshop mit dem Nobelpreisträger zu veranstalten. Konrad Bergmeister, Präsident der Stiftung, begründet dies auch mit der Tatsache, dass Südtirol auch in Zeiten der Globalisierung ein Land der Begegnung unterschiedlicher Kulturen sein muss. Die Stiftung der Südtiroler Sparkasse hat in ihrem Statut ein wichtiges Ziel, nämlich die Förderung der Kultur und des sozialen Systems in Südtirol. Durch solche Persönlichkeiten wie den Nobelpreisträger Soyinka soll es uns gelingen, dass wir die heranwachsende Jugend jetzt 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg wiederum neu dazu aufmuntern, offen und tolerant zu sein. Wir leben entlang eines Korridors, wo sich verschiedene Kulturen begegnen, wo wir auch Migranten haben, wo wir sozusagen eine neue Herausforderung in Europa sind. Wir möchten einen Beitrag dafür leisten, dass es hier erneut zu Diskussionen kommt, dass es erneut hier eine geistige Auseinandersetzung gibt, damit wir eine Jugend fördern, die offen ist, die tolerant ist, die vor allem aber ein Beispiel in Europa für eine multikulturelle und multilinguale neue Bevölkerung darstellt.